Ich dachte mir, ich spiele mal wieder Battlefield 3 nach einer langen, langen, langen Zeit. Es ist 2023, 12 Jahre nach dem Release von diesem Spiel. Und ja, tatsächlich, einige Server, wenn ihr mal in den Battlelog reinschaut, im Serverbrowser, sind tatsächlich ja relativ voll scheinbar, was das Witzige ist. Aber in der Tat befinden sich tatsächlich nur eine Handvoll Spieler auf den meisten Servern. Und ich habe jetzt mal ein bisschen durchgeschaut und bin auf einem russischen Server gelandet, auf dem einigermaßen was los ist. Aber ich glaube, dass dieses Spiel immer noch die Fanbase hat und ganz viele Leute sich wirklich ein Game wie dieses ist damals, wie es rausgekommen ist, einfach so wirklich wünschen. Im Prinzip hat man ja das richtige Battlefield, so wie es sich die meisten wünschen, inklusive mir, wie Battlefield 3 oder Battlefield 4 oder auch Battlefield 1, hat man schon. DICE musste nur vielleicht an die Mechanik ein bisschen arbeiten, die Grafik noch nicht mal großartig verändern, weil die Grafik von Battlefield 3 in meinen Augen sehr, sehr gut immer noch ist, verglichen mit den meisten aktuellen Spielen. Das überlegt wirklich ein bisschen. Da merkt man halt, dass man auf russischen Server ist. Ich als Deutscher. Aber ja, man muss das Rad nicht neu erfinden. Das ist das, was ich damit sagen will. Im Prinzip ist die Grundbasis schon da. Und DICE muss nur das Richtige rausmachen. Da war der erste Kill. Wir spielen Operation Kark. Oder Kark Island. Operation Kark. Nein, Quatsch, gibt's ja glaube ich gar nicht, ne? Insel Kark, so hieß es, ja. Ein bisschen am Snipen. Ich wollte eigentlich mir ein Fahrzeug nehmen. Da ist die Flugabwehr. Komm ich hier durch? Ah, ja, okay. Ja, das waren immer so die kleinen Movement-Tags in Battlefield 3. Also, dass man teilweise über Stufen oder über Objekte gesprungen ist, welche quasi gar nicht existent waren. Wenn man zum Beispiel mal hier. Genau. Diese Animation, als ob man irgendwo drüber springen würde, obwohl man es eigentlich gar nicht tut. Ja, und. Also ein bisschen einfach nur an dem Movement zu arbeiten und den Sound vielleicht ein bisschen, die Server, den Netcode vielleicht auch nochmal überarbeiten. Und dann hätte man im Prinzip eigentlich schon das perfekte Battlefield. Noch ein paar Karten dazu. Was hat der gemacht? Er ist gebailed? Warum ist er denn rausgegangen? Okay. Ja, da hat man's. Na, den Jungen hier aus dem Jeep rauszusnipen, ist glaube ich dann doch etwas heikel. Schießt jemand? Wo bist du? Oh, scheiße. Oh. Okay. Ich glaube, ich wurde gespottet und das hat dann auch der Herr Helikopter oder Jetpilot dort oben gemerkt. Mein Spawnpunkt steht noch. Sehr cool. Da steigen wir doch direkt mal rein. Ja, ich glaube, ich werde in den nächsten Tagen noch ein paar andere Maps anspielen. Also vielleicht mal wieder so ein bisschen dieses Feeling einfach. Ich weiß noch, als ich damals. Was? Er schießt von da hinten. Ja, mein Kumpel, du bist aber sehr optimistisch. Also, ich weiß noch, als ich damals, also mal wohl bemerkt, ich habe 3500 Stunden in diesem Spiel. Und ich habe damals mit meinem Clan und mit vielen, vielen Freunden habe ich so viel gespielt, dieses Spiel. Ich habe so viel dieses Spiel gespielt. Also zur Zeit der Ausbildung und ich habe es geliebt. Es war so geil. Jedes Mal wirklich nach der Schule bzw. Arbeit ist man dann einfach nach Hause gekommen. Man hat sich vor den PC gesetzt. Damals, als es anfing, 2011, als ich mir dieses Spiel gespielt habe. Ich weiß noch, ich habe das damals auf einem Laptop gespielt. Mit einem i7 4x2 GHz, glaube ich, und einer AMD HD 6650M. Nicht unbedingt stark. Und ich musste es auf 720p, also HD, mit geringen Einstellungen spielen. mit gerade mal 60 FPS, wenn es hochkommt. Ja, also mehr ging da auch nicht. Ich meine, klar, damals YouTube hatte man eh noch nicht so diesen hohen Standard. Da hat man noch 30 FPS gehabt und irgendwann kam dann die 60 FPS-Zeit und es war total der Hype, es war total geil. Shit. Das hat wehgetan. Und ja, aber dafür hat es gereicht. Ja, und ich weiß noch das erste Mal, als ich einfach diese Kampagne gespielt habe, ne? Und
alle Missionen. Die erste Mission, wenn es. Nee, Quatsch, ich glaube, das war nicht die erste. Aber die Mission noch mit dem Panzer, als man mit dem Panzer auf diesem riesengroßen Feld herumfahren muss. Mit den anderen Tanks. Und dann hatte man diese Mission, die gegnerischen und die feindlichen zu eliminieren. Extrem geil. Ich hatte Gänsehaut. Wirklich Gänsehaut. Oder auch die Mission mit den Jets. Mama, das war so was. Also, dieses Spiel war schon echt ein Meilenstein. Und ich finde, es ist für heutige Verhältnisse dafür, dass es ganz einfach mal 12 Jahre später ist, sieht es immer noch verdammt gut aus. Ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr davon haltet, aber ich liebe dieses Spiel immer noch. Und es wird ja auch immer noch gespielt. Nicht mehr zu allzu großer Zahl, aber es wird immer noch gespielt. Ja, und da kommt man eigentlich schon so direkt im nächsten Thema. Danach ging es dann mit Battlefield 4 weiter. Auch ein sehr, sehr gutes Spiel. Das, was mir an Battlefield 4 nicht ganz so gut gefiel, war die Grafik und der Sound. Aber das Gameplay, die Movement-Mechaniken waren so smooth. So smooth. Und die Maps waren gut. Wirklich. Wenn man aus dem Grundaufbau von Battlefield 3 und 4 ausgehen würde und das in einem heutigen Setting mit aktuellen Waffen, dann hätte man das perfekte Battlefield. Wirklich. Das wäre das perfekte Battlefield und ich glaube, dieses Franchise würde sich damit absolut reanimieren. Ja, das ist das, was ich mir wünsche, zumindest von Battlefield. Aber was im Endeffekt daraus gemacht wird, das weiß ich jetzt nicht. Kann ich noch nicht sagen. Wir können nur hoffen. Der Helikopter möchte was von mir. Da ist noch einer drin, den würde ich ganz gerne mitsnacken. Er ist tot, der andere ist auch tot, haben wir beide geholt. Gebäude ist kaputt. Ist natürlich auch immer geil gewesen an Battlefield. Einfach diese Zerstörung, die man. Oh, davon ist jemand. Auf dem Apps. Ich bin Repairer. So, danke. Der ist tot, haben wir. Snacks, da ist ein bisschen Sprengstoff. Ich habe einen Lag. Man könnte auch mal ein bisschen snipen mal zwischendurch. Ne? Was haltet ihr davon? Das schöne SV-98. SV-98 war die erste Sniper, die man da freigeschaltet hat. Die erste Bolt-Action. Also gerade Zugverschluss-Sniper. Und die war schon cool. Die war schon echt cool. Die M40 ist auch eine sehr, sehr gute Waffe. Ich glaube, wenn man mal schaut, zumindest in meinen Stats, die Top 5 Waffen sind die M16, die AN94, die SV98, die M40A5 und die M98B. Also sehr viel Gesnipe und auch die Sturmsoldatenklasse. Das Healen von anderen Soldaten, das Reanimieren und so weiter und so fort, hat man schon einen sehr großen Impact, einen sehr großen Einfluss auf das ganze Gameplay gehabt. Das ist wieder der Helikopter, der mich sehr lieb hat irgendwie. Warum auch immer. Oh shit. Oh nein, lass mich in Ruhe, bitte. Das passt mir gar nicht. Wirklich nicht. So, jetzt mal auf der Karte Armored Shield. Ein bisschen Panzer fahren. Kampfpanzer? Ne, wir haben hier den Panzerzerstörer. Genau, so hießen die Dinger damals. Ja, stimmt ja. Braucht den Gunner? Er braucht bestimmt einen Gunner, oder? Safe. Claro. Er geht für den aggressiven Flug rein, das merke ich schon, das ist ganz nice. Sehr schön, mein Junge. Ja, okay, das war die TV-Rakete. Ist natürlich immer so eine Sache, da muss man drauf achten als Pilot, aber hey, das ist echt nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Also, hä? Ich dachte, nee. Ist egal, er ist cool. Er ist weg. Ja, okay. Ich weiß Bescheid. Jetzt will er Beef. Problem ist nur, dass die mich sehr viel besser treffen, als ich sie. Zu tief. Bonus bei Sichtung. Okay, noch nicht mal Killhilfe. Ist egal. Weg ist er. Ah, tut natürlich auch weh, ne? Wenn man so einen kleinen Jeep sitzt und auf einmal so eine Panzerpatrone abbekommt, das ist schon eklig, glaube ich. Wow! Da war das Aim sowas von daneben. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen snipen.
Wow. Das war schlecht. Der hatte mich. Oh, der haut auch rein mit seiner SV-98. Die M5K war natürlich auch mal ein abartig starkes Gerät. Okay. Weil man einfach alle weglasern kann aus der Hüfte, ohne in die Reihen zu stoppen. Und das war einfach game-changing. Yep. Yep. That's what I'm talking about. Aufpassen, ich habe den feindlichen Soldaten gesichtet. Over. Boah, da waren auf einmal so viele. Ach du Scheiße. Hilfe bei Kill, einige Hilfe bei Kill gedroppt. Hm. Die alle auf einmal wegzulasern wäre natürlich auch schon next level gewesen. Was? Das kam ein bisschen verspätet. Leicht. Ganz leicht. Da war der richtig Spray and Pray dabei. Den haben wir. Das ist einfach so unfassbar stark, diese Waffe, ne? Einfach rein da. Diese Waffe ist so stark. Oh. Okay, da kam noch die Nate. Ja gut, das war's dann. Naja, alles klar. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen soweit. Und bis zum nächsten Video, Leute.